aus, dass die Leute, die sich zugeschaltet haben, pünktlich waren und schon ungeduldig werden. Da passiert ja gar nichts. Und deshalb wollen wir beginnen mit einem Lied. Heute Morgen 287. Fürchte dich nicht, denn du bist mein. Und wir freuen uns, dass Kurt heute Morgen wieder am Start ist, denn der hatte gestern nach seinem Vortrag nochmal 2 Stunden Programm am Kamin in Schoppen. Ich hoffe, du hast die Fitness, heute Morgen noch durchzuhalten. Wir geben dir gerne viel, viel Zeit. Ja, gern. Wer auf den Herrn hat, gewinnt neue Kraft. Und bin auch hier mit neuer Kraft, auch wenn es gestern Abend spät geworden ist. Freue mich, dass ihr auch hier seid. Wir wollen heute etwas zügiger noch vorgehen. Wie man früher gesagt hat, wir spucken mal in die Hände heute. Heute sagt, muss man sagen, wir spucken uns in die Armbeuge, obwohl das wieder sehr wenig Sinn macht eigentlich. Aber auf jeden Fall wollen wir heute, wenn die anderen am Abend dazustoßen und sagen, Leute, wir sind viel weiter als ihr, wir haben das zu Hause ausgefüllt, ohne Filmchen und ohne kurz seine Geschichten, dann können wir sagen, schön, Freunde, aber auch wir sind bei den Königen angekommen. Wir haben gestern uns erinnert, oder überhaupt erinnert, dass wir verschiedene schwierige Passagen haben, wo es scheinbar nicht weitergeht in der Chronologie. Die erste Passage war ja zu Zeiten Noahs, wo eigentlich wir angeregt werden zum Nachdenken, was ist da passiert? Warum ist bei Noah so ein Stopp? Warum geht es da nicht weiter? Und wir haben dann gesagt, es ist schön zu sehen, dass Gott uns zeigen möchte in einer Pause, wie die Sünde um sich gegriffen hat, in relativ kurzer Zeit, und dass die Sünde wie ein Krebsgeschwür auf dieser Erde gewirkt hat. Es ist nicht so, dass da welche Leute irgendwann mal gesündigt haben und dann war wieder alles gut. Und das greift um sich wie ein Krebsgeschwür und Gott musste eingreifen, Gott musste wirken, dass wir aus dieser Situation wieder rauskamen. Dann haben wir gesehen, wie Gott diese Rettung geschaffen hat durch die Arche und wie das ein Bild ist auf den Herrn Jesus und wie es dann weitergeht, wenn wir im Glauben mit dem Herrn Jesus leben. Und Chronologie ist auch eine Chronologie unseres Lebens. Wir beginnen irgendwann mal mit dem Herrn zu leben, aber auch dann gibt es wieder Stopps. Und dann war das zweite Stopp zur Zeit Abrahams, wo wir gesehen haben, dass wir nicht genau gewusst haben, wie geht es weiter, wer ist der Nächste, wo sind die nächsten Zahlen. Und auch das ist ja in unserem Leben als Gläubige so zu merken. Der Herr möchte uns ja nicht nur retten, sondern der Herr möchte uns ja in einen eigenen Bereich führen. Bei Abraham war es das Land, das verheißene Land. Und er möchte, dass wir Frucht bringen. Bei Abraham war es leibliche Frucht, bei uns ist es geistliche Frucht. Und wir müssen lernen, dass wir diese geistliche Frucht nicht aus uns heraus bringen können, so wie Abraham mit seinen alten Mitteln da nachgeholfen hat und versucht hat, etwas auf die Beine zu stellen. Und Gott möchte, dass wir das begreifen, das geht so nicht. Es ist seine Art und Weise, wie er wirkt, dass er uns zu solchen macht, die Frucht bringen. Und unsere Weise muss sterben. Abraham war schon fast tot, also sein Nachwuchs die erste wirklich gottgewirkte Frucht hervorbrachte. Das war dieser zweite Stopp und dann sind wir zu einem dritten Stopp gekommen, wo wir gesehen haben, der Aufenthalt in Ägypten. Wir haben gesehen, auf der einen Seite 430 Jahre, auf der anderen Seite 215 Jahre. Man kann natürlich beides stehen lassen, aber man darf nicht unter 430 Jahre verstehen, dass das Volk Israel 430 Jahre in ägyptischer Gefangenschaft gewesen ist. Das Volk Israel, haben wir deutlich gesehen, war ja die ersten Jahre überhaupt nicht, bis Josef gestorben ist, also vom Einzug nach Ägypten oder vom Umzug nach Ägypten. Bis dahin, wo Josef gestorben ist, waren 69 Jahre, glaube ich, vergangen. Und da haben sie sehr gut gelebt, im Land Goshen, in einem sehr fetten Land, gar nicht Sklaven gleich. Und dann kam eine Zeit, wo Josef gestorben ist, und dann kam eine Zeit, wo man vergessen hatte, wer Josef war. Das hat alles eine Zeit gedauert und dann erst waren sie in Gefangenschaft.
Also die 430 Jahre beziehen sich nicht auf das Volk, das 430 Jahre gefangen war, sondern auf den Einzug in das Land, wo Abraham 75 Jahre alt war, bis zur Gesetzgebung am Sinai, nachdem sie ausgezogen sind. Und ich habe die Argumente dafür angeführt. Irgendjemand hat mir geschrieben, Roger Liebe hätte noch ein sehr einleuchtendes Argument, das ist mir jetzt nicht bekannt, aber er kommt zu dem gleichen Ergebnis und die Septuaginta schreibt das auch, also 215 Jahren war das Volk Israel da. Und das hat natürlich auch uns etwas zu sagen für unseren geistlichen Stopp, denn der Herr entrückt uns nicht in ein Kloster oder in andere Sphären, sondern er lässt uns in dieser Welt. Und Ägypten ist ein Bild von dieser Welt. Und er stellt uns in diese Welt. In Johannes 17 betet der Herr Jesus ja auch, dass wir in dieser Welt unseren Mann stehen. Und das lehrt uns dieser Aufenthalt in Ägypten. Und er zeigt uns das, was der Gerrit vor mir ein paar Tage schon gesagt hat, dass wir in der Gefahr sind, in der Welt, dass uns das so fesselt, dass das so einen Platz einnimmt, dass wir nicht solche mehr sind, wie er vorgelesen hat aus 1. Korinther 7, die die Welt gebrauchen, aber nicht darin untergehen. Und wir sehen an diesem Beispiel und an diesem Boxenstopp, den wir haben, Vorsicht. Wir sind zwar in der Welt, aber der Herr möchte nicht, dass wir da untergehen, sondern er möchte, dass wir ein Zeugnis sind. Und löst er uns los aus dieser Welt. Das ist wiederum etwas, was von ihm ausgeht. Und ich bin dankbar. Ich kann mich erinnern, in meinem Berufsleben, der Zeit, wo ich sehr erfolgreich war, ich habe 12, 13, 14 Stunden gearbeitet, habe sehr viel Geld verdient und ich war nur mehr beschäftigt mit diesen Gedanken. Und dann musste der Herr mich da rauslösen und wieder zu ihm in seine Gegenwart, in seine Nähe zurückbringen. Und ich sehe so viele Geschwister um mich herum, ich spreche jetzt nicht von euch, aber ich treffe immer wieder sehr viele, auch bei uns vor Ort, die so behaftet sind in der Welt und die so lange brauchen, bis sie sich vom Herrn daraus führen lassen. Also lernen wir an dem dritten Beispiel, an dem dritten Boxenstopp, den wir da gestern gesehen haben, dass der Herr uns da herauslösen möchte, dass es nicht unsere Aufgabe ist, dass wir da aufgehen, dass wir uns vielleicht irgendwann noch zurücksehnen nach der Welt, so wie die Israeliten, als sie schon in der Wüste waren, wie ging es uns damals gut und so weiter, sondern lassen wir uns herausführen, lassen wir uns lösen. Und wiederum ist der Blick auf das Kreuz die entscheidende Sache, erst 2. Mose 12, wo das Passahlamm dargebracht wird. Und da sind wir stehen geblieben, wir kommen jetzt von der Zeit von Ägypten bis Kanaan. Und wir sehen, dass wir eine Aufstellung haben in der Bibel, die uns Zahlen nennt, die wir jetzt mal hier ausfüllen möchten und uns näher ansehen möchten. Der Exodus, haben wir gestern, wo wir stehen geblieben, gesagt oder festgehalten, fand statt im Jahre 2513 nach dem Menschen. Also seit es den Menschen gab, 2513 Jahre danach. Und wir werden das sehr bald jetzt umrechnen, dass wir auch die Zahlen vor Christi haben. Und ich werde euch zeigen, wie das geht. Aber jetzt sind wir erstmal im Auszug, 2513 nach dem Menschen. Nun sehen wir in 2. Mose 12, Vers 2, 2. Mose Kapitel 12, Vers 2, da heißt es, Gott sagt, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. Und dann ist die Rede davon von dem Passahlamm. Am 10. Tag sollte das Lamm besorgt werden, bis zum 14. Tag, dann sollte es geschlachtet werden. Und dann war der Auszug aus Ägypten. Wir können also festhalten, dass der Auszug aus Ägypten nicht nur im Jahr 2513 Anno Domini war, sondern wir können auch den Monat festhalten und auch den Tag, nämlich am 14.01. Und zwar hat ein Tausch stattgefunden, der siebte Monat, der Jahresanfang war bis dahin, wurde jetzt zum ersten Monat.
Und in diesem ersten Monat, am 14. Tag, war das Passamal und dann der Auszug. Also wir können hier ausfüllen, am 14.01. im Jahre 2513 Anno Domini. Da fand der Auszug statt. Und dann schlagen wir ein paar Seiten weiter auf, Kapitel 19. Zweiter Mose 19. Da sehen wir, dass das Volk am Sinai ankommt. Sie sind also ausgezogen aus Ägypten, sind durch die Wüste und irgendwann am Sinai angekommen. Und wir lesen in Vers 11, dass das am dritten Tage war, im zweiten Monat. Also am dritten im Jahr 2513. Das war keine lange Strecke bis zum Sinai. Und am Sinai sind sie 9 Monate geblieben. Der Herr hat ihnen gesprochen, hat ihnen das Gesetz gegeben. Und dann haben sie die Stiftshütte aufgerichtet. Da haben wir sehr viele Kapitel im zweiten Buch Mose, die von der Zubereitung der Stiftshütte sprechen und schließlich dann von der Aufstellung der Stiftshütte. Und wir lesen in Kapitel 40 am Ende des zweiten Buch Mose, 2. Mose Kapitel 40, ganz am Anfang in Vers 1. Und Jahwe redete zu Mose und sprach, am Tag des ersten Monats, am ersten des Monats sollst du die Wohnung des Zeltes der Zusammenkunft aufrichten. Also wir haben hier in der dritten Spalte die Aufrichtung der Stiftshütte und wir haben gelesen, am 1.1. des Folgesjahres. Das heißt, das war nicht mehr 2513, sondern 2514, am 1.1. Bei uns fällt das in der Jahreszeit in die Monate März, April, Ende März und Anfang April. Und dann war der Aufbruch vom Sinai. Es geschah im zweiten Jahr, im zweiten Monat, am 20. des Monats. 4. Mose 10, Vers 11 lesen wir das. 4. Mose, Kapitel 10, Vers 11. Sagt uns, es geschah im zweiten Jahr, also im Jahre 2514, das war das zweite Jahr des Auszugs, am 20.2. Wir können hier eintragen, am 20.2. im Jahr 2514. Da war der Aufbruch vom Sinai, nachdem sie 9 Monate circa am Sinai waren, sind sie aufgebrochen und sind bis an die Grenze gekommen und dort haben sie Kundschafter ausgesandt. Das lesen wir in 5. Mose 1, Vers 1, da wird uns die Strecke genannt, wie lange die Strecke dauerte, vom Sinai bis zur Grenze, gar nicht so lange, 11 Tagesreisen steht da. Und dann hätten sie es geschafft, wenn sie nicht in Ungehorsam gefallen wären. Und wir können sagen, 11 Tage, wenn wir die addieren zum 20.02., kommen wir wohin? Im dritten Monat, ja. Den Tag wissen wir nicht genau, vielleicht haben die 12 Tage gereist, vielleicht haben sie 11 geschafft. Aber auf jeden Fall sind sie angekommen an der Grenze im dritten Monat, im Jahre 2514 Anno Domini. Und jetzt legen wir den Fokus auf Kaleb. Kaleb war einer der Kundschafter, die mitgegangen sind. Und von ihm lesen wir im Kapitel 14 in dem Buch Josua, Kapitel 14, Vers 10, da sagt er, das war, als sie schon im Lande waren, macht er einen Rückblick und sagt, der Herr hat mich am Leben erhalten, so wie er geredet hat, diese 45 Jahre, seitdem dieses Wort zu Mose geredet wurde, als Israel in der Wüste umherwanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin noch so stark wie eben. Also das gefällt mir immer gut. Und es ist mein Wunsch, dass ich mit 85 das auch noch sagen kann, wenn ich so alt werden sollte. Wenn nicht, dann ist es ja noch besser. Wir sehen also das Alter Kalebs, als er als Kundschafter ausgesandt wurde. Mit 85 sagt er das und er blickt zurück. Und von daher können wir das gut ausrechnen, dass sein Alter, als er ausgesandt wurde als Kundschafter, 40 Jahre war. Er war also 40 Jahre alt.
Das können wir hier eintragen. Josua 14, Vers 10 sagt uns das. Das wiederum sagt uns, wann Kaleb geboren wurde. Nämlich, wenn er 40 Jahre alt war, im Jahr 2514 ist er geboren, 40 Jahre zuvor. Wir können hier hinschreiben, 2474 war sein Geburtsjahr. Das ist wichtig, weil das brauchen wir gleich. Also, die Kundschafter wurden ausgesandt. Kaleb war 40 Jahre alt. Wir wissen, wann er geboren ist. Und wie lange waren die unterwegs, die Kundschafter? Sie kehrten, 4. Mose 13, Vers 25, sie kehrten nach 40 Tagen von der Erkundigung zurück. Also im dritten Monat waren sie angekommen, wurden ausgesandt und nach 40 Tagen kehrten sie zurück. Das heißt, sie kehrten nicht mehr im dritten Monat zurück, sondern irgendwann im vierten Monat. Wir können also hier eintragen, im fünften Monat, entschuldige, ja, genau. Also vom dritten Monat, 30 Tage werden wir im vierten Monat und dann haben wir nochmal 10 Tage, kommen wir in den fünften Monat. Und das passt sehr gut, weil der fünfte Monat, das ist das, was wir kennen bei uns unter Juli, August. Und das ist die Traubenzeit, wie wir wissen, auch da unten. Und sie kehrten ja mit Trauben zurück im fünften Monat, im Jahre 2514, Anno Domini. Nun, jetzt können wir sagen, die Wüstenjahre nach der Kundschaft, nachdem die Kundschafter wieder zurückgekommen sind, nachdem das Volk Angst bekommen hat und Bedenken hatte, dass das alles so laufen würde, wie der Herr gesagt hat, gab es viele, viele Jahre in der Wüste. Und diese Jahre in der Wüste werden uns in 5. Mose 2 in Vers 14 genannt. Da heißt es, die Tage aber, 5. Mose 2, Vers 14, die wir von Kades Barnea gegangen sind, bis wir über den Bach Sere zogen, waren 38 Jahre, bis das ganze Geschlecht der Kriegsleute aus dem Lager aufgerieben war. So wie der Herr ihnen geschworen hatte, so wie der Herr es vorausgesagt hatte. Also wir können hier eintragen, die Wüstenjahre nach der Kundschaft waren 38 Jahre. In Apostelgeschichte 13 schreibt Paulus, dass die Gesamtdauer der Wüstenreise etwa 40 Jahre gedauert hat. Und das kommt sehr gut hin. 38 Jahre nach der Kundschaft. Und vorher haben sie wie lange gebraucht? Wenn 2513 der Auszug war, 2514 waren sie an der Grenze. Und dann noch ein paar Monate dazu. Wir kommen also an Zahlen in Wüstenjahre vor der Kundschaft, 1 Jahr und 4 Monate und nach der Kundschaft 38 Jahre und circa 8 Monate. Da haben wir die 40 Jahre, von denen Paulus spricht, die sie insgesamt in der Wüste verbracht hatten. Nun, wir lesen das in 5. Mose 2, Vers 7, denn der Herr, 5. Mose 2, Vers 7, dein Gott, hat dich gesegnet in allem Werk deiner Hand. Er kannte dein Wandern durch diese große Wüste. Diese 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, mit dir gewesen. Gott fasst das also zusammen, die 38 Jahre und 4 Monate. Und das eine Jahr und die 8 Monate sind 40 Jahre. Und berichtet davon, oder lässt davon berichten, in 5. Mose 2, in Vers 7. Das sagt uns, dass der Einzug in Kanaan 40 Jahre später war, nach dem Auszug aus Ägypten, also im Jahre 2553. Dann ist das Volk eingezogen im Lande Kanaan und dann hat die Eroberung begonnen. Und da haben wir jetzt den nächsten Hänger, denn wir wissen nicht, wie lange hat das Volk Israel eigentlich gebraucht, um das Land zu erobern. Das sind ein paar Monate gedauert, das ist ein Jahr gedauert oder mehrere Jahre gedauert oder Jahrzehnte gedauert. Wir wissen aber eines und an diesem Stopp sollten wir auch darüber nachdenken, warum wir hier zum Nachdenken angeregt werden.
Gott möchte uns in seine Verheißungen hineinführen. Gott möchte uns all das geben, was er uns zugedacht hat. Aber er sagt uns ausdrücklich, dass wir davon Besitz ergreifen müssen. Wir haben das bei Abraham gesehen, der bis Haran gezogen ist und nicht in das Land eingezogen ist. Lange, bis sein Vater, der Verzögerer hieß auf Deutsch, bis der gestorben war. Und wir sehen hier, dass sie lange Zeit zugebracht haben mit der Eroberung. Wenn wir lesen, gleich zu Anfang, Josua 1, in Vers 3, da heißt es, Josua 1, Vers 3, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihm gegeben. Und das ist natürlich auch eine Verheißung, die eine geistliche Verheißung ist für uns. Gott hat uns eigentlich in Jesus Christus alles gegeben, aber wir müssen es in Besitz nehmen. Wir müssen einen Schritt nach den anderen machen. Wenn wir stehen bleiben, dann werden wir dazu kommen, dass wir nicht erleben werden, dass Gott unser Leben wirklich anfüllen kann, erfüllen kann. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal ein Haus gekauft auf Korsika und war nichts Besonderes, aber ein super Grundstück mit schönem Meerblick und das Grundstück war sehr groß und ich konnte es gar nicht erwarten, dass ich das erste Mal über die Mauer da bin und dann habe ich mein Grundstück erkundet. Ich wollte jeden Stein kennen, jeden Baum, der da steht und wollte alles genau wissen. Und das ist das, was der Herr auch von uns möchte, diesen Explorergeist. Ja? Der Herr möchte, dass du weißt, was er dir gegeben hat, dass du dich aufmachst, dass du das entdeckst und dass du es in Besitz nimmst. Und dazu muss ich einen Schritt nach dem anderen machen, dazu muss ich mich bewegen, da muss vorwärts gehen. Ich kann nicht stehen bleiben und warten, bis mir das alles in die Hände fällt, sondern ich muss es in Besitz nehmen. Und wenn wir weiterschauen im Buch Josua in Kapitel 18, in Vers 3, da lesen wir eine Rüge des Josuas, da sagt er, Kapitel 18, Vers 3, Josua 18, Vers 3, da sprach Josua zu den Kindern Israel. Das war schon einige Jahre, nachdem sie im Land gewohnt haben, etliche Jahre danach. Wie lange werdet ihr euch lässig zeigen, hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen? Und an dieser Stelle, wo wir nicht weiterkommen mit unserer Rechnerei, möchte der Heilige Geist vielleicht auch mich und dich fragen, wie lange zögerst du noch? Wie lange zeigst du dich noch lässig, dass du das in Besitz nimmst? Das sind großartige Dinge, die auf dich warten. Josua 18, Vers 3. Das sind großartige Dinge, die auf dich warten, die es gilt, in Besitz zu nehmen. Bleib nicht einfach nur errettet. Ich habe einen Bruder getroffen, auch bei uns, wo wir wohnten. Er ist nicht mehr da jetzt. Aber der hat gesagt, ich bin errettet. Alles klar. Was soll ich mir jetzt noch Mühe machen? Ja? Ich bin errettet, mir kann nichts mehr passieren, kann nicht mehr verloren gehen. Ja, aber um wie viele geistlichen Schätze hat der sich gebracht, weil er das Land nicht in Besitz genommen hat. Und einer, der so redet, muss man sagen, was hast du eigentlich verstanden davon, wenn du dich zufrieden gibst, dass du errettet bist? Es ist gut und schön, wir danken dem Herrn, dass wir errettet sind. Aber das ist der Anfang. Die Bekehrung ist nicht das Ende, die Bekehrung ist der Anfang eines Lebens mit dem Herrn, das reich erfüllt sein kann, wenn wir es in Besitz nehmen. Und so fragen wir uns, wie lange haben die da gebraucht, bis die das Land erobert haben? Und da gibt uns der Kaleb wieder die Antwort. Wir haben gesehen, dass er 2474 geboren war. Mit 40 Jahren hat er das Land ausgekundschaftet. Und dann sagt er, 85, bei dem Austeilen des Erbes war er 85. Wir können also rechnen, sein Geburtsjahr plus 85 Jahre, die er alt war, also sein Erbe in Besitz genommen hat. Dann kommen wir auf das Jahr 2559. Und wir sehen von 2553, wo sie eingezogen sind in das Land, bis zur Verteilung des Erbes 2559, waren 6 Jahre. Und somit haben wir den Kreis geschlossen hier und können eintragen, die Eroberungskriege bis zur Landverteilung dauerten 6 Jahre lang. 6 Jahre lang. Wie lange bist du schon gläubig? 1 Jahr, 2 Jahre. 6 Jahre,
10 Jahre oder 20 vielleicht, hast du das alles wirklich dir angeeignet, was der Herr für dich bereithält? Das ist diese zweite Pause, dieser Stopp. Und jetzt kommen wir in diese Richterzeit hinein. Und auch in der Richterzeit werden wir sehen, dass wir ein paar Stellen haben, wo man nicht, scheinbar nicht Werte können. Ich übertrage das hier auf die nächste Folie. Wir sind jetzt auf Arbeitsblatt Nummer 3, auf Seite 1. Das ist bei euch in der Chronologie. Seite 11. Danke. Und da machen wir weiter. Wir wollen jetzt wissen, nachdem sie das Land erobert hatten, wir wissen, dass sie dann immer wieder überfallen wurden, dass sie in Gefangenschaft kamen, dann schenkte Gott eine Befreiung durch einen Richter. Der Gerrit hat ja schon einiges davon berichtet. Aber wir wissen zum Beispiel nicht, wie lange dauerte es, bis sie das, von dem Augenblick an, wo sie das Land in Besitz genommen haben, bis die erste Unterdrückung durch Mesopotamien stattgefunden hat. Wie viel Zeit ist da verstrichen? Das ist die erste Frage. Apostelgeschichte 13, Vers 19 sagt uns, nachdem er 7 Nationen im Land verdilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Das sind die 6 Jahre Eroberungskriege. Und nach den sechs Jahren ließ er sie das Land erben. Und jetzt wollen wir wissen, wie lange dauert denn es bis zur ersten Unterdrückung? Deshalb setzen wir hier ein Fragezeichen, weil das nicht so einfach aus der Schrift hervorgeht. Dann wollen wir wissen, wie lange dauerte eigentlich die Zeit der Richter. Der Apostel Paulus schreibt oder sagt in Apostelgeschichte 13, Vers 20, und danach, während etwa 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Das ist eine Aussage, die uns natürlich nicht genügt, etwa. Etwa 450 Jahre, deshalb schreiben wir da zwar 450 rein, aber wir schreiben es erstmal grau, und wollen wissen, ob das wirklich genau 450 Jahre waren oder weniger oder mehr waren. Und bis auf Samuel, den Richter, steht hier. Samuel war der letzte Richter und es geht nicht so klar hervor, ob diese 450 Jahre der Richterzeit inklusive der Zeit, wo Samuel Richter war, oder ob man die noch addieren müssen. Also wir haben auch hier ein Fragezeichen und dann geht es relativ einfach wieder weiter. Dann heißt es, König Saul regierte 40 Jahre, Apostelgeschichte 13, Vers 21. Von da an begehrten sie einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamme Benjamin, 40 Jahre lang. Wir können also eintragen, die Regierungszeit Sauls war 40 Jahre, dann kommt nach Saul mal die Regierungszeit des Davids, die ebenfalls 40 Jahre betrifft, laut 1. Könige 2, Vers 11. Die Tage, die David über Israel regierte, waren 40 Jahre. Also wir tragen auch da 40 Jahre ein. Und dann war ein Ereignis, das wir uns jetzt gleich näher ansehen, nämlich der Tempelbau. Und der geschah im 4. Jahre des Königs, der Regierung des Königs Salomo, des Nachkommens von David. Und der König Salomo regierte ebenfalls 40 Jahre. Das können wir schon mal hier eintragen. Hier drüben in der rechten Spalte, die Jahreszahlen nach Mensch, Anno Hominis, können wir gar nichts eintragen, weil wir wissen, wir kommen hier nicht weiter. Wir wissen nicht, wie viele Jahre war das bis zur Unterdrückung. Wir stehen hier also an, wir müssen anders vorgehen. Wie gehen wir vor? Etwa 450 Jahren, 2 Fragezeichen an 450 Jahre. Das ist auch nicht eine Aussage, die uns noch befriedigt. Wir wollen also dem jetzt auf den Grund gehen. Fangen wir an mit diesen 450 Jahren. Wir gehen in die Geschichte, in die Richtergeschichte. Wir müssen erstmal freilassen, wie lange es dauerte bis zur ersten Gefangenschaft. Aber wir können das auch ausrechnen, wenn wir sehen werden. Aber jetzt haben wir Zahlen, die eigentlich sehr klar und deutlich sind. Die erste Gefangenschaft durch Mesopotamien, Richter 3, Vers 8, dauerte 8 Jahre. Dann können wir nicht eintragen, wann das war, in welchem Jahr, weil wir noch nicht wissen, weil wir ja noch in dem Boxenstopp sind hier. Müssen wir also erstmal offen lassen. Dann sandte
Gott Othniel als Befreier und sie hatten Frieden 40 Jahre. Also diese Seite müsst ihr so im Zickzack lesen, ja? Nicht so runter, sondern sie sehen an den Bibelstellen, es geht weiter mit Richter 3, Vers 11, Othniel, 40 Jahre Frieden. Dann kamen die Moabiter, Richter 3, Vers 14, 18 Jahre lang Unterdrückung. Dann kam Ehud und Shamgar, zusammen 80 Jahre lang, das lesen wir in Richter 3, Vers 31. Dann kam die Unterdrückung unter die Kanaaniter, 20 Jahre lang. Deborah und Barak, 40 Jahre Frieden. Darauf folgte die Unterdrückung der Midianiter, Richter 6, Vers 1. 7 Jahre dauerte die. Dann hat Gerrit ja schon sehr eindrucksvoll geschildert von Gideon. 40 Jahre Frieden. Dann kam ein Mann aus den eigenen Reihen, Abimelech, der Sohn Gideons. Er hatte das Volk 3 Jahre in Unfrieden gebracht, in Unterdrückung gebracht. Das ist immer sehr traurig, wenn die eigenen Leute uns in solche Gefangenschaften führen. Ja. Dann kam der Richter Toller, 23 Jahre. Der Richter Jair folgte ihm, 22 Jahre. Die Bibelstellen stehen jeweils dabei, Richter 10, Vers 1 bis 2 und Vers 3 anschließend. Dann kamen die Ammoniter, 18 Jahre Unterdrückung, Richter 10, Vers 8. Der Befreier, den Gott schenkte, Jephtha, Richter 12, Vers 7, 6 Jahre lang des Friedens. Und daran schlossen sich unter dem Richter Ibzan weitere 7 Jahre des Friedens. Nun ist mein Platz hier zu Ende, bei euch geht es noch weiter, deshalb mache ich einen Übertrag. Ich zähle auf der einen Seite die Jahre der Unterdrückung zusammen. 8, 18, 20, 7, 3, 18 ergibt insgesamt 74 Jahre der Unterdrückung. Nur um einen Übertrag zu machen und demgegenüber haben wir Friedensjahre 258 Jahre. Das übertrage ich jetzt auf die untere Hälfte, das braucht ihr ja nicht machen, aber damit wir besser weiterrechnen können. Es folgt der Richter Elon in Richter 12, Vers 11. Von ihm lesen wir, dass er unter seiner Zeit 10 Jahre Frieden bewirken konnte. Dann lesen wir von Abdon, auch wieder in Richter 12, in Vers 13 und 14, 8 Jahre Friedenszeit. Und dann kamen die Philister, eine neue Unterdrückung. Und von den Philistern, Kapitel 13, Vers 1, Richter 13, Vers 1, lesen wir, dass sie das Volk 40 Jahre lang unterdrückt haben. Und jetzt kommt eine kleine, es ist keine Falle, ja, Gott stellt uns ja keine Fallen, aber eine kleine Aufmerksamkeit, die erforderlich ist. Und wo viele, die die Chronologie berechnen, einen Fehler gemacht haben. Nämlich nach den 40 Jahren der Unterdrückung, oder während der 40 Jahre, schenkte Gott als Befreier den Simson. Aber nicht im Anschluss der 40 Jahre Unterdrückung. Und da müssen wir genau lesen. Die Bibel sagt hier in Richter 15, Vers 20, dass Simson errichtete Israel in den Tagen der Philister 20 Jahre. Also nicht nach den 40 Jahren Unterdrückung, sondern während der Unterdrückung durch die Philister hat Simson gewirkt. Die letzten 20 Jahre der insgesamt 40 Jahre Unterdrückung. Und es steht an einer anderen Stelle, er hatte angefangen, das Volk zu befreien. Also wir dürfen diese Richterzeit, Simson hat ja 20 Jahre Ruhe geschenkt, nicht anhängen an die 40 Jahre der Gefangenschaft durch die Philister, sondern es war während der letzten 20 Jahre. Und dann kommt der Richter Eli, 1. Samuel 4, Vers 18, da verlassen wir das Buch der Richter und da wird uns von Eli berichtet, dass er das Volk 40 Jahre gerichtet hat. Nun, wenn wir das jetzt zusammenziehen, auf der einen Seite die Jahre der Unterdrückung, auf der anderen Seite die Jahre des Friedens. Ich habe ja einen Übertrag von 74 Jahren, dazu zähle ich die 40 Jahre der Philister noch, dann komme ich auf eine Gesamtzeit der Unterdrückung von 114 Jahren. Wie lange war das Volk in Frieden unter den Richtern? In Frieden gelebt. Ich habe einen Übertrag von 258. Dazu zähle ich die 10 Jahre unter Elon, Abdon 8 Jahre, Simson 20 Jahre, Eli 40 Jahre und komme auf einen Gesamt,
Wert von 336 Jahren, in denen das Volk in Frieden gelebt hat. Das ist also die Richterzeit. Und jetzt schaut mal, wenn wir das zusammenführen, diese 114 Jahre und diese 103 und diese 336 Jahre, kommen wir auf eine Gesamtzeit von 450 Jahren. Also, wir können die 450 Jahre so nehmen, wie sie da stehen, wissen aber noch nicht, ob die Richterzeit Samuels, die sich ja angeschlossen hat an die Richterzeit des Elis, ob die da reinfällt oder ob wir die noch nachträglich bis zur Regierung Sauls, ob wir die noch nachträglich dazuzählen müssen, dann wären es 470 Jahre. Aber das lösen wir jetzt auch. Aber wir sehen, die Richterzeit ist das nächste Problem, der nächste Stopp, da wo wir gezwungen werden, nachzudenken. Die Richterzeit ist eine Zeit des Auf und Abs. Und das im Allgemeinen gesehen war es eine Abwärtsspirale. Es war nie richtig aufwärts gegangen. Es war eine Zeit, wo jeder das tat, was recht war in seinen Augen. Und das ist gar nicht so negativ. Das kann gut sein, dass die Menschen wirklich gedacht haben, das ist das Richtige, was wir jetzt tun. Und das ist ja die Zeit, die uns an die heutige Zeit erinnert. Jeder ist fest davon überzeugt, dass die sich die Ehre hat, was er tun soll, wie er tun soll und wie wir zusammen am besten durchkommen, dass das das Richtige ist. Und was vermissen wir da? Ich persönlich, ich war immer ein sehr freiheitsliebender Mensch und bin ja deshalb mit 14 abgehauen. Wer das Buch gelesen hat, der weiß das. Also ich war ein sehr freiheitsliebender Mensch, aber ich vermisse hier, selbst als freiheitsliebender Mensch, ich vermisse hier Ordnungen, ich vermisse hier eine gewisse Führung. Jemand, der sagt, was ist eigentlich zu tun, wo geht es eigentlich lang? Und nicht irgendeinen Menschen, sondern man vermisst die Führung Gottes. Eine Zeit, wo wir uns abwenden von Gott, wo wir so geprägt sind von unseren eigenen Gedanken, von unseren sündigen Vorstellungen, die sollte uns dazu bringen, nachzudenken über die Ordnungen Gottes. Wie David gesagt hat, ey, mein Herz verlangt nach deinen Gesetzen, nach deinen Satzungen, nach deinen Vorschriften. Denn darin ist Leben. Nicht Tod, Leben. Und das vermisst man hier. Und das sollte uns an dieser Stelle zum Nachdenken bringen, wenn wir über die Richterzeit nachdenken. Und das ist eine Zeit, die wir auch persönlich erleben in unserem Leben, wo wir sagen, ja, ich kann mich gut erinnern. Ich habe einen Anfang gemacht mit dem Herrn. Ich habe ein paar Schritte da gemacht, habe mir manches angeeignet von dem, was Gott für mich vorbereitet hat. Aber dann ist mein Leben mehr oder weniger so ein Auf und Ab gewesen. Vorgestern oder gestern habe ich einen getroffen, frage, wie es ihm geht. Und das wird zu mir beschissen. Ich sage es mal, wie er es gesagt hat. Ja? Ja, das ist wie auf einer Hühnerleiter. Ja? Die sieht auch so aus, wo die Hühner auf und ab gehen. Ja? Ist unser geistliches Leben so ein Leben, auf und ab, also praktisch den Ausdruck, den er verwendet hat? Ist da nicht mehr da? Das ist ein gewaltiger Stopp und da muss man schon einiges nachdenken, damit man weiterkommt. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich mich da durchgewurschtelt habe. Und ich habe auch sehr lange gebraucht in meiner persönlichen Chronologie, in meiner persönlichen Lehre der Zeit, wo Gott mich lehren wollte, seine Satzungen, seine Vorschriften. Und wo er diesen Hunger in mir geweckt hat. Gott, nicht so wie du willst, so wie ich will. Das ist der Weg. Und dann fragst du, ja, wie willst du, Herr? Und dann lernst du seine Gebote, seine Satzungen, seine Gesetze. Ohne der Schrift kommen wir nicht aus. Wir können alle denken, dass es richtig ist, dass es gut ist und dass es super ist. Was sagt Gottes Wort dazu? Wenn wir uns nicht darauf gründen können, dann werden wir uns nie einig werden. Wir können uns über alles, wir können uns über Gott und die Welt unterhalten. Du sagst, ich denke, Gott ist so. Ich sage, Gott, ich denke, das ist so. Ja, da können wir jahrelang diskutieren. Du denkst so, ich denke so. Wenn wir keine gemeinsame Basis haben, wo wir hinschauen können, wo wir darauf verweisen können und sagen, lass uns mal schauen, für mich verbindlich ist das Wort Gottes. Für dich auch? Ja? Dann lass uns darin anschauen, was wirklich Gottes Wort dazu sagt. Ansonsten diskutieren wir rabisch über nichts. Überhaupt nicht wichtig. Das ist die Basis. Und daran müssen wir uns orientieren. Und die Richterzeit bringt uns das in Erinnerung. Dein Wort,
Und es ist eine bittere Zeit und es sind bittere Erfahrungen, die man da macht, bis man dahin kommt oft. Also, sehen wir uns das mal an. 450 Jahre, die Zeit der Richter haben wir gesehen, die können wir hier gut den Kreis, das Fragezeichen wegmachen. Das war so. Bleiben also immer noch die Jahre bis zur ersten Unterdrückung und die Regierungszeit Samuels bis Saul. Diese beiden Fragen bleiben offen. Und um diese beiden Fragen zu beantworten, gehen wir jetzt auf Arbeitsplatz 4, Seite 2. Das ist bei uns Seite 15. 14. 14, ne? Also bei uns Seite 14. Da haben wir diese Aufstellung. Und da lesen wir etwas, was uns stutzig macht. 1. Könige 6, Vers 1. Wir wollen wissen, die Anzahl der Jahre vom Auszug aus Ägypten bis zum Tempelbau, bis zum Baubeginn des Tempels. Und in 1. Könige 6, Vers 1 finden wir die Antwort. 1. Könige 6, Vers 1 sagt uns, dass der Tempelbau begann im 480. Jahr nach dem Auszug aus Ägypten. 480. Jahr. Was uns schon zu denken gibt, ne? Das ist ja ein bisschen knapp kalkuliert. Wie kann denn das sein? Wenn 450 Jahre die Richterzeit war und 40 Jahre die Wüstenwanderung, und da muss ich ja noch rechnen, die Zeit Davids, da muss ich noch rechnen, die Zeit Sauls, 40 Jahre Saul, 40 Jahre David, da kommen wir schon auf 590 Jahre. Wie kann hier stehen, Anzahl der Jahre vom Auszug bis zum Baubeginn, 480 Jahre. Das geht sich ja nie aus. Aber lernen wir eins, lassen wir die Dinge so stehen. Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, dass wir festgestellt haben, oder dass ich festgestellt habe, dass sogar in der Bibel Zahlen, die scheinbar nicht übereinstimmen, dass man begonnen hat, die zu ändern. Zunächst in der Fußnote. In der Elberfelder steht dann so eine Anmerkung, da steht, wahrscheinlich müsste das eigentlich 22 Jahre heißen, denn in Chronika steht 22 Jahre. Und hier steht 42 Jahre, da steht zwar 42 Jahre, aber das muss ein Irrtum sein, wahrscheinlich heißt das das. Nein, das hat seinen Sinn und man kann sowohl die 42 und auch die 22 Jahre bestätigen. Deshalb lassen wir die Zahl so stehen, wie sie geschrieben steht und ändern da nichts und ändern hier unser Denken und fragen uns, warum steht das so? Warum steht hier 480 Jahre? Das kann doch nie sein. Ich komme ja schon, wenn ich das in einer Hand überschlage, auf 590 Jahre. Also lassen wir es stehen und schauen weiter. Die nächste Angabe, die Anzahl Jahre in der Wüstenwanderung. Und jetzt möchten wir, die 480 lassen wir uns stehen, und jetzt zählen wir die einzelnen Jahre zusammen, die wir ausgerechnet haben, und schauen, was unten rauskommt. Also die Anzahl Jahre der Wüstenwanderung, 5. Mose 8, Vers 2, haben wir gesehen, 40 Jahre. Das zweite, hier können wir natürlich übertragen, das wissen wir, im Jahre 2513 nach Mensch fingen die 40 Jahre an, die dauerten bis Jahr 2553, der Einzug in Kanaan. Dann davon die Anzahl Jahre der Eroberungskriege, haben wir auch ausgerechnet, können wir auch hier ausfüllen, waren 6 Jahre. Wir können also zu der Jahreszahl 2553 die 6 Jahre dazuzählen, kommen wir auf 2559. Dann als nächstes die Jahre bis zur ersten Unterdrückung. Die haben wir ja noch nicht festgestellt, da müssen wir also blanko lassen und gehen mal weiter. Wir wissen nicht, wie lange die Jahre dauerten bis zur ersten Unterdrückung unter Mesopotamien, wo sie in Frieden lebten, nachdem das Land ausgeteilt wurde. Wir gehen weiter und rechnen die Anzahl der Richterjahre, die sie in Frieden verbracht haben. Das waren 336 Jahre, nur die Jahre, die sie in Frieden verbracht haben. Das waren 336 Jahre. Wir gehen weiter. Die Anzahl der Regierung Sauls, haben wir schon gesehen, Apostelgeschichte 13, waren 40 Jahre, die tragen wir hier ein. Die Anzahl der Regierungsjahre Davids, 1. Könige 2, Vers 11, ebenfalls 40 Jahre. Und dann
bis zum Beginn des Tempelbaus im vierten Jahr, da zählt man vier Jahre, in der israelischen Zählung ist immer ein begonnener Tag, ein ganzer Tag oder ein begonnenes Jahr, ein ganzes Jahr, also müssen wir nochmal vier Jahre hier dazu zählen, bis zum vierten Jahr Salomons vier Jahre. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt zählen wir dieses Ergebnis zusammen und schauen, ob wieder 480 Jahre da rauskommt. Und wenn wir das addieren, sehen wir, da kommt raus 466 Jahre und nicht 480 Jahre. Und damit haben wir eine Zahl gefunden, die uns fehlte, nämlich die 114 Jahre, Jahre bis zur ersten Unterdrückung. 14 Jahre bis zur ersten Unterdrückung. Dann stimmt die Rechnung wieder. Dann haben wir wieder 480 Jahre. Also das zeigt uns, die Jahre, wo sie das Erbe ausgeteilt haben, bis dass die Mesopotamier, die ersten Feinde, sie unterdrückt hatten, waren 14 Jahre vergangen, die sie in Frieden lebten. Also, ja? Ich habe eine Frage. Und zwar haben Sie am Anfang gesagt, dass wir Simson nicht dazuzählen können. Dass ich das dazuziehe, ne? Dass wir das nicht dazuzählen, weil das ja in der Philisterzeit gewesen ist. In der Richterzeit. Ja, genau. Ja, die, aber das haben wir doch am Anfang gemacht auf der Seite. Genau, das müssen wir auch hier dann tun. Werden wir gleich tun. Die müssen nicht, die hat ja eine Bedeutung. Man fragt sich ja, warum werden diese Jahre nicht dazugezählt und vor allem auch die Jahre, die das Volk in Unterdrückung gelebt hat, die 114 Jahre, die müssen man ja auch wieder dazuzählen. Aber haben wir die 20 Jahre nicht dazugezählt, um auf die 336 zu kommen? Weil wenn ich die 20 Jahre weglasse bei Simson, komme ich auf 316. Du kommst auf 360. Das ist 316. Du meinst also, dass diese Rechnung hier falsch ist? Ja, weiß ich nicht. Eine Seite zurück. Die 20, er meint die 20 bei Simson. Die Frage hatte ich nämlich auch. Du sagst ja schon, die 20 Jahre Frieden, ja, und der Simson fallen eigentlich in die 40 Jahre der Philisterzeit. Ja. Und dann wäre es ja doppelt gerechnet. Ja, genau. Wir haben ja, nein, also wir müssen schon rechnen, 20 Jahre waren ja Frieden, aber nicht im Anschluss an die Unterdrückung der Philister, sondern während der Zeit der Philister. Genau, dann kann ich aber die Zeit gedoppelt, die Phasen gedoppelt rechnen, oder? Ja, die Unterdrückung dauerte ja weiter. Simson steht ja deutlich, er fing an, das Volk zu befreien, aber die Befreiung war bis Eli noch nicht erfolgt. Also selbst unter Eli waren die Philister immer noch da, deshalb war Unterdrückung, Richterzeit 20 Jahre von Simson ist auf der einen Seite, die aber nicht eine vollständige Befreiung war. Die Zeit der Unterdrückung ging weiter, die 40 Jahre, und es war eine teilweise Befreiung, die aber nicht so war wie unter den anderen Richtern. Unter Eli lesen wir immer noch, dass das Volk mit den Philistern zu schaffen hatte. Wir müssen also auf beiden Seiten zählen. Ja? Und wenn wir das jetzt zusammenzählen, bitte? Aber dann habe ich die 20 Jahre doppelt gezählt. Ja, ja. Weil, das war die Frage. Weil 20 Jahre lang sowohl Unterdrückung war, als auch eine Zeit, teilweise Zeit des Friedens. Simson hatte nicht das Volk von den Philistern vollständig befreit. Es war immer noch Unterdrückung. Ja? War immer noch Kolonialzeit auch. Auch wenn es eine ruhigere Zeit war, 20 Jahre, waren immer noch unter der Unterdrückung. Also das heißt, dass zähle ich dann etwa den Jahreszahl zusammen. Also dass ich dann da nochmal 20 Jahre drauf addiere. Wir müssen die 20 Jahre hier sehen und hier. Den Friedensjahr und bei den Unterdrückungsjahren. Ja? Ich meine, dann kommen wir noch 430, nicht 450. So wie das heißt, nein, sie zählen die 20 Jahre auch dazu. Das ist doch nicht schwer. Wir haben weiter die erste Unterdrückung für Philister 60 Jahre und dazwischen 20 Jahre Frieden. Oder war das 40 Jahre? Die Unterdrückung der Philister hat 40 Jahre gedauert. Ja. Und die letzten 20 Jahre von dieser 40-jährigen Unterdrückung war eine Zeit, in der Simson teilweise das Volk befreit hatte. Es war aber keine vollständige Befreiung. Nur dann darf ich das nicht zusammenrechnen, dass ich auf 450 komme, dann komme ich auf 430. Das meint die.
Es geht nur um die absolute Zahlenleiste, aber du musst erstmal wissen, welche Jahre waren denn Frieden und welche waren unter Unterdrückung. Und da gibt es ein Hybrid. Da gibt es unter Sims und Beides. Genau. Da gibt es ein Doppelzahl. Genau das. Und wir sehen, dass das 14 Jahre waren bis zur ersten Unterdrückung. Wir kommen dann auf 480, wenn wir die 14 dazu zählen, kommen wir auf 480 Jahre. Und dann können wir die Jahreszahlen fortsetzen. Die 14 Jahre bis zur ersten Unterdrückung waren 2559 bis 2573. Ja, und dann haben wir die Anzahl der Richterjahre in Frieden, 336 Jahre. Aber da müssen wir für unsere Zählung auch die 114 Jahre einrechnen, die sie nicht in Frieden gelebt haben. Warum werden die hier ausgelassen? Warum berichtet die Bibel nicht von diesen 114 Jahren Gefangenschaft, die ja, wenn man das chronologisch erfasst, mit hineingerechnet werden müssen? Und wir müssen die mit hineinrechnen. Und ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass der Tempelbau mit dem Altar uns den Hinweis geben sollte, dass unsere Zeit der Niederlagen, unsere Zeit der Unterdrückung in Verbindung mit dem Altar und dem Hause Gottes nicht gerechnet werden. Das ist etwas sehr Schönes, wenn wir darüber nachdenken, dass Gott uns das nicht einmal vorzählen wird. Die 114 Jahre werden hier ausgelassen. Der Tempel, der auf Jesus Christus hindeutet, sein Werk auf Golgatha, führt uns zwar vor Augen, dass wir 114 Jahren untreu waren, aber Gott zählt sie nicht mit. Wie schön ist dieser Gedanke, dass wir unsere Niederlagen, die ja in unserem Leben als Christen stattgefunden haben, dass diese Niederlage hier praktisch übergangen wird. In Verbindung mit dem Tempel, in Verbindung mit dem Altar. Es war in meinem Leben so, dass nicht alle meine Lebensjahre rühmenswert waren. Es gibt Jahre, Zeiten, Ereignisse, wo ich sage, da schäme ich mich dafür, dass ich als jemand, der dem Herrn nachfolgen wollte, so gelebt habe. Aber ich habe Vergebung erfahren durch das Kreuz, durch das Werk auf Golgatha, und dann werden diese Jahre nicht mitgezählt, obwohl sie da waren und obwohl sie eine Schande sind und ein Mahndenkmal für mein weiteres Leben sind. Nun müssen wir die 114 Jahre dazu zählen zu den 336, dann sind wir wieder auf den 450 Jahre. Und wir sehen, dass die stattgefunden haben von 2573 bis 3023. Dann die Anzahl Jahre der Regierung Sauls von 3023 bis 3063, die 40 Jahre von David von 3063 bis 3103 und die 4 Jahre, wo Salomo begonnen hat, im 4. Jahr den Tempel zu bauen, dann fallen wir in das Jahr 3107 Anno Domini. Und jetzt schauen wir uns, jetzt können wir die Zahlen übertragen und erfahren, wie viele Jahre Samuel wir rechnen müssen, wo der gedient hat. Nämlich, wir sehen hier, diese Zahl 2573 bis zur ersten Unterdrückung. Die erste Unterdrückung war im Jahre 2573 Anno Domini. Und die können wir jetzt übertragen, da wo wir vorher nichts weiterkamen, bei Mesopotamien. Die 8 Jahre Unterdrückung begannen in diesem Jahr, nämlich im Jahr 2573 und dauerten 8 Jahre lang bis zum Jahr 2581. Und jetzt können wir auch die restlichen Zahlen ausfüllen. Wir brauchen ja immer nur addieren, 40 Jahre plus 18 Jahre plus 80 Jahre plus 20 Jahre und so weiter. Das könnt ihr ja zu Hause easy machen. Dann kommen wir auf einen Übertrag, wo wir stehen im Jahr 2905 Anno Domini. Und auf der anderen Seite unten geht es weiter dann, auf derselben Seite unten geht es weiter, die 10 Jahre Elons, Abdon,
die 40 Jahre der Philister. Hier wiederum Achtung, da dürfen wir die 20 Jahre nicht separat sehen, also nicht 2963 plus 20, sondern 2943 plus 20 ergibt 2963. Das ist das Problem, wie der Andreas gesagt hat, der Hybrid hier. Dann kommt Eli, die Richterzeit Elis. Und dann sehen wir, Eli ist gestorben 3003 Anno Domini. Und auf der anderen Seite haben wir festgestellt, König Saul regierte von 3023. Wenn Eli 3003 gestorben ist und im Jahre 3023 war der Regierungsbeginn Sauls, dann kommen hier 20 Jahre auf die Richterzeit Samuels. Wir können hier also sagen, dass wir die eigentlich hier noch dazufügen müssen. 3003 plus 20 kommen wir auf das Jahr 3023 und dann die ersten drei Könige. Also, je mehr, das können wir mitnehmen, je mehr die Sünde an Durcheinander bringt, desto größer wird das Durcheinander der Zahlen. Desto mehr sind wir gefordert nachzudenken, aber nicht nur über die Zahlen, sondern auch über das, was die Sünde mit sich bringt. Und wie kompliziert das wird. Wie schwer das ist, da noch durchzufinden. 20 Jahre Salomo können wir also auch fest eintragen. Und dann kommen wir zur Zeit des Vereinten Königstums, das heißt zur Zeit, wo der König Saul König war, König David König war und König Salomo König war. Das sind 120 Jahre Geschichte. Jeder hat 40 Jahre regiert. Und König Salomo ist jetzt der König, wo wir umrechnen werden. Man kann auch später umrechnen, früher umrechnen, in vor Christi Zahlen. Wir wollen jetzt wissen, wann hat König Salomo denn in Jahreszahlen vor Christi wirklich regiert. Da gibt es ja, ich glaube, ich habe 6 verschiedene Spalten von Angaben, die ich selber entdeckt habe, was die Leute schreiben. Und ich möchte jetzt gerne wissen, was sagt die Bibel. Wie rechnet man um? Die Umrechnung der Zahlen geht wie folgt. Schauen wir mal. Wir haben ja eine Linie von Adam an bis auf Christi. Und dann geht es weiter nach Christi. Und in dieser Linie haben wir uns jetzt bewegt. Diesen Abschnitt haben wir fast zu Ende gesehen, noch nicht ganz, weil die Zeit der Könige müssen wir noch sehen. Und wir kommen, wenn wir das weitermachen, ich muss irgendwo den Schnitt machen, aber wenn wir weiter sehen werden, dann sind es von Adam an bis zur Zeit Christi, nach unserer Zeitrechnung, 4119 Jahre, die vergangen sind. Wenn ich nach der hebräischen Jahreszählung rechne, dann kommt das nicht ganz hin, weil die haben kein Sonnenjahr, sondern die rechnen sich nach dem Mondkalender. Aber nach unserer Zeit sind es 4119 Jahre, die diesen Abschnitt von Geburt Adam bis auf das Jahr 1 berechnen. Wir stehen jetzt ungefähr hier. Und demnach ist die Rechnung eigentlich ganz einfach. Auf der einen Seite, Anno Domini nennt die Zahlen, die Jahreszahlen aufsteigend. Auf der anderen Seite, die Zahlen vor Christi sind Jahreszahlen, die absteigend sind. Und irgendwo machen wir einen Schnittpunkt. Und ich habe gesagt, im 7. Jahrhundert haben wir zuverlässige Zahlen. Also nehmen wir das erste Jahr von Nebukadnezar. Das war nach unserer Rechnung, wir kommen gleich, wenn wir die Könige durchstudieren, dann werden wir sehen, wenn wir die biblischen Zahlen weiterverfolgen, dann ist das erste Jahr Nebukadnezars laut Bibel das Jahr 3514 Anno Domini. Und jetzt rechnen wir um und die Umrechnung geht eigentlich ganz einfach. Wenn ich wissen möchte, wann das vor Christi war, nehme ich immer 4119, ich zeige euch es hier, wir haben hier das Jahr, wo Nebukadnezar König wurde, war das Jahr 3514. Und habe ich das hier nicht drauf? Aber in eurem Blatt habt ihr das drauf, wie die Umrechnung erfolgt, und zwar auf Seite
2 schon. Entschuldige. Auf Seite 2 die Umrechnung. 4119, das ist der gesamte Zeitraum, die Jahre. Und jetzt nehme ich die Zahl, die mir bekannt ist, die ziehe ich ab und ich habe die Zahl, die mir unbekannt ist. Wenn ich also habe 3514 und wir wissen, wann war das vor Christi. Ich nehme 4119, weil das ist der gesamte Zeitraum vor Christi, minus 3514, das ist die Zahl, die mir bekannt ist, Anno Domini, und das Ergebnis ist vor Christi. Okay, dann kommen wir hier noch gleich hin. Aber es ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich wissen möchte, was war das Jahr 500 vor Christi für ein Jahr Anno Domini, rechne ich genauso. Bekannt ist die Zahl 4119. Die bleibt immer fix bestehen. Das ist die gesamte Zeit schon. 4119 Jahre. Minus der Zahl, die mir bekannt ist, zum Beispiel 514 vor Christi, ergibt das Ergebnis die Zahl Anno Domini. Und dann wäre das erste Jahr des König Nebukadnezar, 605 vor Christi. Nach der Bibel, wir werden das gleich sehen, wenn wir die Könige durchgehen, kommen wir bis auf Nebukadnezar. Und das erste Jahr Nebukadnezar weist die Bibel aus mit dem Jahr 3514 Anno Domini. Rechne ich das um, sind es das Jahr 605 vor Christi. Und jetzt schaue ich im Lexikon nach, wann hat denn dieser Nebukadnezar regiert, laut der historischen Zahlen oder bei Wikipedia, wo immer wir wollen. Und was lesen wir hier? Er regierte von 605 bis 562, war er neu babylonischer König. Also exakt das, was die Historiker auch behaupten, bestätigt, wird hier von der Bibel bestätigt. Moment, das gut aufnehmen, ja? Klar? Gut. Hier haben wir es, was der Robert uns gesagt hat, die Umrechnung der Zahlen. Als Regel können wir die hier nehmen, 4119 minus der Jahreszahl, die uns bekannt ist, ergibt die Jahreszahl, die uns nicht bekannt ist. Also wenn uns Anno Domini bekannt ist, ziehen wir die von 4119 ab und haben die Zahl vor Christi oder umgekehrt. Nun, ist es ja so, dass wir das hier eintragen können. König Salomo regierte von 1016 vor Christi jetzt, wir haben das umgerechnet, bis 976 vor Christi. Das sind die Zahlen der Bibel, auf die wir kommen. 1016 vor Christi bis 976. Die Reichsteilung war also nach den Zahlen der Bibel, als Salomo starb, im Jahre 976 vor Christi. Also wir könnten jetzt noch ein Spielchen machen. Die Österreicher haben das gerne gemacht. Ob wir das auch machen wollen, weiß ich nicht. Aber das Jahr der Sintflut war 1656 Anno Domini. Wie würde ich jetzt das Jahr vor Christi ausrechnen? 4119 minus die 1656 ergibt sich für die Sintflut das Jahr 2463 vor Christi. Das Jahr der Sintflut war 2463 vor Christi. Josef stand vor dem Pharao laut Bibel im Jahre 2289. Wiederum rechnen wir, wie der Wolfgang gesagt hat, 4119 minus der 2289 ergibt das Jahr 1830 vor Christi. 1830 vor Christi war laut Bibel das Jahr, in dem Josef vor dem Pharao stand. Und der Exodus 2513, rechnet man genauso, 4119 minus 2513, kommt man auf den Exodus auf das Jahr 1606. Und da sehen wir schon einen starken Unterschied gegenüber der biblischen Zahlen, gegenüber der historischen Zahlen, die uns in den diversen Bibeln präsentiert werden, wo man also annimmt, dass im Jahre 1240, wenn man das mit Ramses in Verbindung bringt, 1250, manche haben 1270, nach Christi. Die Bibel sagt 1606 vor Christi.
Nicht 1250, nicht 1270 oder 75, sondern 1606. Das sind die biblischen Zahlen. 1606 vor Christi war der Exodus. Schauen wir uns das nochmal an. Ich habe den Film gestern erwähnt. Und wenn ihr den habt, schaut euch den an, verleiht ihn, schaut ihn gemeinsam an. Das sind echt 2 Stunden, die sich lohnen, was man darin investiert. Patterns Evidence Exodus. Mittlerweile gibt es einen zweiten, der auch sehr interessant ist. Aber der geht speziell jetzt über den Exodus. Und da macht man sich auf die Suche, auf Spuren des Exodus. Und da sind Wissenschaftler, die sagen, es gibt überhaupt keine Belege dafür, dass jemals die Hebräer in Ägypten gewohnt haben. Wir haben da nachgegraben in den Schichten, die ihr uns da angebt, 1200, 1250, 13. Jahrhundert und so weiter. Da ist nichts. Da haben keine Hebräer gewohnt. Und dieser Film geht dieser Frage nach und er zeigt die Ausgrabungen der Stadt Avaris unter einem österreichischen Archäologen. Den könnt ihr wieder vergessen, auch wenn es ein Österreicher ist. Der ist sehr ein starker Feind gegen jede biblische Aussage und versucht immer wieder zu widerlegen, dass die Hebräer in Israel waren. Und er sagt, das stimmt nicht. Manfred Billack. Und dann gibt es einen anderen Archäologen oder mehrere, die sagen, es kann unmöglich sein, dass der Auszug in den Jahren 1279 bis 1213 vor Christi stattgefunden hat unter Ramses II., denn ein 2-Millionen-Volk, wenn das da gewesen wäre, müsste Spuren hinterlassen. Da hätten wir was gefunden und wir haben nichts gefunden. Also das ist ein Märchen, was in der Bibel steht. Und ich habe mich sehr amüsiert über den Historiker und Ägyptologen David Rohl, eigentlich ein Agnostiker. Er kommt sehr oft in dem Film hervor. Er ist also kein Gläubiger, er ist ein Agnostiker. Und er sagt, Moment, es ist so, dass wir doch Spuren haben, aber diese Spuren, die auf semitische Großsiedlungen hinweisen, die gehen auf eine frühere Zeit hin, in die 13. Dynastie. Und er sagt, das war die Zeit, in der diese beiden Pharaone, nämlich Senbosretter III., der lebte 1836 bis 1818, und dessen Sohn Amenemhet III., der lebte 1818 bis 1773, damit könnte man die Semiten in Verbindung bringen. Dafür gibt es Ausgrabungen und das wäre durchaus schlüssig. Nun, was sagt die Bibel dazu? Uns interessiert, auch wenn uns das entgegenkommt. Wir dürfen nie, wenn uns Zahlen entgegenkommen, die gleich so annehmen. Wir fragen uns immer, was sagt die Bibel dazu? Und die Bibel sagt dazu, dass Josef, laut biblischer Chronologie wurde Josef 110 Jahre alt. Er lebte von 1860 bis 1750 vor Christi. Also all die Zahlen, die wir gesammelt hatten, das sind bis jetzt über 100 Daten, die wir sahen. Die können wir alle umrechnen auf vor Christi, auf unserer Liste. Und dann können wir so eine schöne Tabelle machen oder an den Schreibrand von der Bibel setzen. Und Josef lebte laut diesen Zahlen, laut den biblischen Zahlen von 1860 bis 1750 und laut Bibel mit seinem 30. Lebensjahr im Jahre 1830 vor Christi stand er vor dem Pharao. Und dann sehen wir, dass das, was dieser Agnostiker sagt, sehr genau da reinpasst, was die Bibel sagt. Wenn er vor diesem Pharao gestanden hat, der 1836 bis 1818 regierte, und er stand 1830 vor diesem Pharao, dann war das der Pharao, vor dem Josef gestanden hat. Und dieser Film zeigt viele andere Belege dafür. Die zeigt das Grab von Josef, die zeigt Siedlungen. Also sehr gut und sehr klar. Und den Film solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen. Also wir sehen, dass das hier bestätigt wird. Eine andere Bestätigung zum Beispiel ist der Josefs Kanal. Der heißt Bar Yusuf, Kanal des Josef. Den gibt es bis heute. Wenn man auf der Landkarte nachsieht, könnt ihr sehen, es gibt heute noch einen Josef-Kanal. Und der Erbauer des Josefskanals war der Sohn von diesem Pharao. Also der zweite, der hier genannt wird, Amenemhet, der dritte. Und der hat diesen Kanal bauen lassen. Und warum hat er den Josefskanal genannt? Und warum heißt er bis heute Josefskanal? Das sind alles sehr deutliche Belege dafür, dass wir es nicht mit Märchen zu tun haben, sondern mit Geschichte. Mit Tatsache. Gott teilt uns genau mit, was da geschehen ist. Und wir können uns genau auf sein Wort verlassen.
Und das ermuntert uns. Mich hat das ermuntert, wenn ich mich in den Jahreszahlen darauf verlassen kann. So genau, auf den Tag genau, auf all die Ereignisse, die tausende und tausende Jahre zuvor geschehen sind, dann kann ich mich auch auf all das verlassen, was die Bibel noch sagt. Was die Bibel über mich sagt, was die Bibel über das Leben sagt, was die Bibel über den Tod sagt. All das ist dann für mich eine verbindliche Sache. Und das ist schön zu wissen, das ist befreiend zu wissen, dass wir eine Norm haben, die absolut ist. Wo wir nicht dauernd hin und her wanken müssen, wo wir nicht dauernd hin und her gehen, sondern wo wir wirklich sagen können, wie David, ich bin weiser als die vielen Weisen, weil ich dein Wort habe, weil ich dein Wort glaube, deine Satzungen, deine Vorschriften. Und natürlich ist es so, warum leugnen die Menschen das? Denn wenn es wirklich einen Gott gibt, dann ist er es, der die Regeln macht. Dann bin nicht mehr ich es, der die Regeln für mein Leben macht, sondern dann ist er es. Und dagegen wehren die Menschen sich. Sie möchten selber ihre Regeln machen. Und deshalb versuchen sie, oder viele, mit allen Mitteln zu leugnen, dass es einen Gott gibt, obwohl die Bibel so deutliche und so klare Aussagen macht. Und da möchte ich heute Vormittag Schluss machen. Und am Abend machen wir dann den letzten Teil und werden bis zum Ende kommen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ich ein bisschen überziehen durfte. Bis heute Abend.